wie wichtig sind eis Kanner haut, wie wichtig sind eis Familie. Familie na Kanner kann ich nicht getrennt gesehen schmengen, Jüfrin, hast du jenst du, wo Kanner sind, du hast auch Familie. Ich komme gucken, also mal eine konkrete Situation als der letzte Bojun am Jahr 2021. Ein Koppel kriegt ein Kind, Fred als groß. Mam, also am Anfang beim Kind, am Mamekongé, ein Gutser. Döne und Eltern recht auf Elternkongé, das ist auch ein gut und wichtig Sache, weil gerade für die ganz jungen Putzen ist es wichtig, daheim am Geborenen Familienkreis bei Mama und Papa zu sein und sich wohlzufühlen. Aber die Zeit geht rüber. Und da müssen die Eltern fortschaffen gehen. Der Brief vom Haus muss bezahlt gehen, eventuelle Loyer, Geld muss rankommen. Was machen? Könntchen an Kreisch aufliefern. Morgens um 6 geht es da los. Könntchen geht aus dem Bett gerappt, für um 7 an der Kreisch ob da dir zu stehen. Da seid ihr ob da bist, et will ihr nach 4 um Stau durchkommen, was dann aber meistens leider hier im Land auch nicht mehr gelingt. An der Kreisch bleibt kann dann einmal 7, 8, 9, 10, allmal mehr Stunden. Kreische sind das, was sie sind, die sind besser, die sind nämlich schlecht. Man kann das den ganzen Tag bei Fremden, die tagsmal nicht sind, Mammenspruch schwätzen, fort von singen, Älteren. Die Älteren machen das an der Regel nicht gern. Sie haben nicht schlecht Gewissen. Sie wissen, dass die Situation nicht ideal ist, nicht gut für das Kind. Wir sind dags kein Schwer, Geld muss hier rankommen. Kreische ist ja quasi gratis, also nicht wirklich gratis, sie wird ja von einem bezahlt, sie wird von uns allen bezahlt, von der Steuer bezahlt. Dann der Weekend geht der Stress dann, lass oder weiter, Akkäf muss gemacht gehen, Tausabest muss erledigt gehen und dann wollen die Leute sich schon ein bisschen ablosen. Die Konsequenz von dem Ganzen, Wohlfühlen, Gemütlichkeit, Harmonie, Geborgenheit fanden Kanner an diesem System zu wenig. Das ist keine kannerfreundliche Welt, das ist eine echte feindliche Welt, eine familienfeindliche Welt. Und das ist sicher ganz schlecht für unsere Gesellschaft. Die Familie ist die Basis von unserer Gesellschaft. Und Kanner und Familie müssen eigentlich am Zentrum von all unseren Entscheidungen, die wir treffen, stehen. Für was machen wir das Ganze, die wir überhaupt haben, wenn es eben nicht für uns Kanner so sind? Wir haben das Ganze zwei große Gründe. Für den ersten Grund sind wir heute nicht unbedingt langschellig. Für den zweiten Grund, dann aber zu einem guten Teil. Der nächste Grund aus dem allgemeinen Verfall von der Rolle von der Familie hier im Land, mehr auch im Ausland. In der ganzen westlichen Welt ist die Familie an der Krise. Ich sehe das als eines der allergrößten Probleme, die wir hier in unserer Welt haben. Eine tiefgreifende Krise von der Familie. Und keiner sind die Leidtragend. Dann den zweiten Grund, an den er sich der Haus gemerkt, das ist die konkrete Politik, die wir hier im Land, besonders hinter dem Untritt auch von dieser Regierung, das muss ich aber leider auch so, die hier gemerkt hat. Das ist eine Politik, die nicht kann und noch nicht Familien ins Zentrum setzt, mehr für es einfach auszudrücken, ist das Wirtschaft. Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Rückgehensweisen für eine Regierung. Eine Regierung, die sich um die Wohl von den Kanner kümmert, die probiert dem Kann so viel Zeit wie möglich bei seiner Mom oder bei seinem Pap, bei der Familie zu gehen. Und da gibt es eine zweite Möglichkeit, das ist eine Regierung, die probiert dem Patron, Mom und dem Pap so sehr wie möglich zur Verfügung zu stellen. Mit allen Konsequenzen negativ, die das wird wohlempfangen von den Kanner. Das ist ein politischer Schwach. Das Regierung wird die geholt. Wir geben den nicht wollen. Ja, es gibt auch gute Sachen. Es gibt Mamekongé, es gibt Elternkongé. Aber alle Familien sind aber früher oder später mit der Situation konfrontiert, mit der Frau, verzichten wir auf ein Kanner oder verzichten wir auf Geld. Da sind wir bei den Kirchen, bei den Strukturen, weil die bezahlt der Staat. Und das lässt sich die Familienkasten. 260 Millionen ein Platz an einer Kreisch lässt sich der Staat zwischen 14.000 und 18.000 Euro Tio kosten.
dass sie bis zu 1500 Euro den Monat für einen Platz an der Kirche. Soll denen dann aber nicht mal hingehen und sich überlegen, ob es nicht besser wird, und das am Sinn vom Kant, für den Älteren das Schwarz zu lassen, das Schwarz zwischen engerseits schaffen gehen und Kant an ein Kirche gehen, so wie der aktuelle Modus hier befehldigt wird, oder nicht schaffen gehen und Kant an der Familie lassen. Da könnten mehr Älteren frei entscheiden, für sich daheim um ihr Kanner zu kümmern, um mehr Zeit mit ihnen zu verbringen, und das gibt Wohlempfangen ganz klar steigern. Das wäre ein faire Schwa für die Eltern, und der Staat könnte hingehen an die 1500 Euro, die an der Kreis einen Platz geben kosten, den Eltern, die gehen, für das die Mama und der Pap daheim können bleiben bei ihrem Kant. Das war als Propos an den Wahlen 2018, wie das genannt ist, RDR Elterngeld, und das wird auch als Propos an der Zukunft bleiben. Eine Gerechtigkeit, wo auch die Eltern, die sich bereit erklären, ihr Kinder daheim selber zu versorgen, nicht an eine Struktur zu gehen, für die eben nicht zu diskriminieren par rapport zu den anderen. Das wäre ein kinderfreundlich, eine familienfreundliche Politik. Hallo, hat den Herr Premierminister Herr Bettel angekündigt bei der Rede zur Lage der Nation, und das könnt ihr hallo, dass diese an den Strukturen an der Maison Relais, also das ist immer, los mich dazu, und das fand das schrecklich, das Wort Maison Relais. Also man kannte immer gesagt, ein Mädchen Mausolais, und das schon viel mich schäfer, und mit Maison Relais, los ist ein Krebs besseres Aufhalle, wenn ich klifft. Gut, geht darum, dass diese an der Mittelstunde soll gratis gehen, bis zu einem ganz heißen Seu. Gut. Da stellt sich aber froh, für was kriegen dann die Eltern, die daheim bleiben, die an der Mittelstunde ihre Kinder daheim kochen, für was kriegen die dann kein Suchen? Wo ist dann dort Gerechtigkeit, wenn man auf der einen Seite denen diese gratis gehen, weil sie an einer Struktur sind, aber dann den anderen, die schwierig mehr machen, und das ist ja nicht ein von heutiger Zeit, daheim zu bleiben, das selber machen. Oder das kann man bei Bomi gehen oder so, oder so, dass man denen Eltern dann nicht gehen. Das wäre mal eine Idee. Zu den Kirchen. Grundsätzlich schluss man den Eltern gerne den Schwa. Ihr kann er daheim zu versuchen und zu erzählen oder sie an Betreuungsstrukturen zu gehen. Die Kirchen spielen eine wichtige Rolle für die Kinderbetreuung, für viele Eltern. Aber wir wollen noch darauf halten, dass die Konditionen für ein Agreement zu kriegen, müssen gebunden sein und wirklich höchst qualitativ Maßnahmen. Die Kirchen müssen nur strengen Auflagen kontrolliert gehen und abgestellt gehen. Es muss genug Platz sein für die Kinder, für das Personal. Sie müssen die nötige Qualifikation haben. Und da das auch etwas an anderen fordern, die Leute an die Kirche schaffen, müssten Lützeburg können oder, wenn sie nicht können, so schnell wie möglich lehren. Das wird nicht schwer. Schon in meiner Karriere als Prof am Lycée oft Schüler gesehen, wenn sie Stage waren, wo man da besichtigt gegangen sind, an Kirchen. Und ich kann ja selber teilweise einen Kreisch gehabt. Und da gibt es positive Beispiele. Ich habe auch Sachen gesehen, die ganz ehrlich gesagt haarsträubend waren. Haarsträubend. Wo wirklich, wo ich gesehen habe, und die wusste ja, dass ich gekommen bin. Wo ich gesehen habe, dass die Platz, die Qualität, das ganz nicht das war. Und da muss ich auch dazu, dann habe ich halt immer mich dumm gestellt und ich gefragt, wie ist es dann heute, die musst du in der Hunde letzte wo ich mit den Kindern schwätzt. War ganz oft nicht der Fall. Ne? Das ist die sogenannte mehrsprachige Freierzehung, die die Regierung auf Platz gesetzt hat. Also meine Erfahrung, nur die ich gesehen habe im Terrain, funktioniert die an einem großen Maß nicht, wie sie sollte. Und ich habe auch da eine Frage gestellt zu den Herrn Minister, und, was mich gesteuert hat, konnte man nicht sagen, wie viel Personal an den Kirchen in Lützburg schafft. Das ist die eine Sache. Andere konnte man auch nicht sagen, wie viele davon denen die Sprachniveau C1 am Lützburgischen erfüllen. Das sind zwei Sachen. Ich meine, die müsste mir aber, der Staat müsste aber die Zölle
wissen, für zu handeln. Die Sprachen, nach einem Wort dazu, es ist auch ein Teil vom Wohlbefinden von unseren Kindern, und das habe ich auch selber bei Menge gemerkt, dass sie hier an einer Welt leben, wo sie den Spruch nicht mehr unbedingt verstehen, da draußen, wo am Alltag da draußen nicht mehr hier Spruch geschwärt wird, aber wo sie als Kinder nicht mehr verstehen gehen. Auch das ist das Wohlbefinden von den Kindern, wenn sie da draußen verstehen gehen, aber wenn sie in der Stadt sind, auch können verstehen, was da steht, was geschwärt wird, das ist beim Standard Lützeburg erkannt, haut zu das nicht mehr der Fall. Ich komme noch auf ein paar konkrete Sachen. Wir hatten effektiv, dass so viel geschwärt ging, wir sind noch immer dran, Pandemie, Covid. Und viele Kinder, wie viel Zeit müssen daheim verbringen, Stichwort Lockdown. Das ist für die einen Kinder mehr einfach, wenn sie zum Beispiel in einem Bungalow wohnen, in einem großen Garten. Für andere Kinder, die in einer Stadt wohnen, in einem Studio, in einem kleinen Appartement, das ist natürlich schon schwer. Und auch das gehört zum Wohlbefinden von den Kindern. Und ich fühle mich daran erinnert, dass hier ganz oft an der Chambre gesagt wird, wir müssten als Erderweis für zu wohnen ändern, wir müssten mich nur benehrigeln, wir müssten mehr an die Lut bauen, das wäre ganz schön, an Appartementen wohnen, Heischhäuser bauen. Also das ist aber definitiv etwas, was die Kinder nicht entgehen können. Für die Kinder geht es doch für das Wohlbefinden. Nicht mehr Schönes, dass doch viele über die elektrischen Apparate geschwärt haben. Es gibt dann nicht mehr Schönes, wenn Kinder wohnen, als sie eine Garten zur Verfügung, wie das nach früher meistens der Fall war. Anderer Punkt, Kinderarmut. Und ich komme da auf die beunruhigen Zahlen zurück, die am Panorama Sozial erwähnt sind, an die Familien noch gehen. Und es kann nicht sein, dass der Fakt, dass in hier im Land Kinder hat, dass eine Familie will gründen, dass ihn dadurch an den Armutsrisiko fällt. Das Armutsrisiko liegt für Personen ohne Kinder bei 12%, aber bei Familien mit 3 Kindern liegt bei 35%. Dreimal so hoch. Das ist eine Bankrotterklärung. Den Ombudsmann kritisiert übrigens auch an dem Kontext, kann ich das gesehen, dass durch Statistiken fehlt, wie viel kann er dann am Revis leben. Auch das wird mal gut gewurzelt gehen. Da müssen wir aussetzen. Und gibt ein ganz paar die Maßnahmen, die kann er greifen, für die Familie mit kann er zu unterstützen. Man denkt, wie heiße kann er Geld, wie durch die Indexierung, das ist gut, mit Kindern wie weit gehen, Remeng Staffelung aufhören, mehr kann er Geld. Ein älteres Geld, wie ich darunter erklärt, du wirst die unterstützt gehen, die Kinder daheim wollen erzählen. Gegen die Individualisierung allgemein von der Gesellschaft, weil das könnte Kinder nicht so gut. Wir gehen auch eine Individualisierung von einer Steuerreform zu Lasten von der Familie. Punktuelle Erleichterungen für Personen, die in steuerlich schwierigen Situationen sind. Ich schwätze darüber, was viele Leute, das betrifft auch ganz besonders die Personen, die lang erzählend erkannt haben. Eine weitere Hilfe, das kann ich nicht vieles vorstellen. Eine Familie mit vielen Kindern muss sich zum Beispiel viel mehr großes Auto kaufen, also auch teilweise um ein Auto angewiesen. Männer wie vielleicht eine Person, die allein lebt. Auch da kann ich zusätzlich Unterstützung geben. Und dann haben wir ja im Moment auch noch ein großes Problem mit einer überdriebenen Erhöhung am Energiebereich, wo ganz besonders auch Familien, die also sowieso schon um Bord leben von der Armut drin leiden. Und ich meine, die leben zum Teil auch kein Schick richtig, wenn du einmal den Masut der Türbild kannst, wie für einem Jahr. Und da kann ich noch etwas machen, da kann ich ganz ruhig Taxisen aufsetzen oder auch von dem effektiv und nicht der größten Teil ausmischt, eine CO2-Steuer aussetzen. Ein großes Problem, an das auch geschwärzt geht, das sind Schädungen. Wir haben schon das nachgeguckt, im Jahr 2010 hatten wir 1000 Schädungen hier im Land, 2019 hatten wir 2000 Schädungen hier im Land. Eine unwahrscheinliche Zahl, und ich meine, sie ganz viele Leute betraf, auch ein Bande sie viele Leute betraf, und das ist nicht
einfach. Mit das ganz besonders nie einfach für die Kinder. Die Kinder leiden unter Schädigungen. Und das ist gut, wenn eine Familie zusammenbleibt, und das ist gut für das Wohlbefinden von den Kindern. Kind, das natürlich immer fällt, wo es so problematisch ist, dass eine Schädigung unumgänglich ist und dann noch der richtige Weg ist. Wie das ist ganz wichtig. Und ich gebe mir da Wünsche, wir als Partei geben uns Wünsche, wenn als Regierung auch mal gibt mir positiv Bild nach außen vermitteln. Ich habe so eine Kampagne gemacht für alle möglichen Sachen. Wir machen immer mal Kampagnen für zusammenbleiben in der Familie, für zusammenhalten. Dass die Familie, die zusammenbleibt, mit den Kindern, dass das etwas immens Wertvolles ist, etwas immens Wichtiges ist. Geht nicht nur darum, auch wenn das gut ist, für die ganze Zeit auch Probleme aufmerksam zu machen, wie das mit anderen geschieht, die an einem Stoß passieren können. Dann wollte ich auch noch etwas sagen. Natürlich besonders gefreut, dass das auch von meinen Ferien gesagt ging, das ganz besonders vom Herr Baum, dass das auch gut beschrieben ging. Das werde ich nennen Bildschirmisierung, an der wir im Moment leben. Mich schon des Öfteren darauf aufmerksam gemacht, all die Beispiele, die man genannt wurde, wo man permanent Kinder gesehen, die andauernd vor einem Bildschirm sind, schon am kleinsten Alter. Und auch den Ombudsmann schreibt hier, da, dass das ganz negative Konsequenzen kann haben, wer doch haben für Kinder. Und da müssen effektiv auch hier, wie ich auf die Droge so, dann da besteht hier ein Konsens, wenn man richtig verstanden haben, wie man wirklich mit einer gewissen Autorität auch zu sagen, den Leuten klar zu machen, dass das nicht fast ist, dass das schlecht ist für die Kinder. Und auch überdenken, überhaupt einmal, was kann er schon daheim so viel am Bildschirm sehen, dass sie nicht auch noch muss unbedingt forcieren, für das viel an der Schule noch mal dann zu bringen. Es geht auch ohne Bildschirm, es kann ich ganz viel flott sagen, ohne das machen.